Olafs, heute möchte ich mit dir, mit euch über Starseeds, über sogenannte Sternensaaten, über Sternenmenschen sprechen. Zuallererst, hier ist wie immer Laila Santini, direkt aus Teneriffa im Juli 2018. Und viele von euch hatten mich gebeten, ein Starseed-Update 2018 zu machen, weil ich hatte ja bereits schon mal ein Video über Sternenmenschen gedreht, vor einigen Jahren in Costa Rica. Das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Unter Sternenmenschen bist du ein Sternenmensch. Ich werde das Video verlinken. Starseeds. Starseeds sind wundervolle Seelen, die ja ein gutes, reifes Seelenalter haben, trotzdem immer jugendlich und jung und fresh aussehen oder frisch, fresh Wedding Style. Die immer frisch aussehen, die immer jung und vital sind, egal in welchem Alter sie sind. Starseeds Charakteristiken am menschlichen Körper sehen aus wie folgt. Du erkennst Starseeds meistens an den Augen. Starseeds haben immer außergewöhnliche Augen. Egal in welcher Farbe, meistens haben Starseeds natürlich Sternenaugen. Das heißt, wenn sie blaue oder grüne oder auch braune oder andere Augenfarben haben oder hell, grün, goldene. Man sieht das immer bei Starseeds in der Pupille, in der Iris, das sieht immer aus wie ein Kosmos, wie eine Galaxie, wie ein Universum. Und selbst wenn sie dunklere Augenfarben haben, sieht man trotzdem so ein Sparkeln, einen Sternenglanz in ihrem Blick in den Augen. Die männlichen Starseeds, zumindest denen ich live begegnet bin im Laufe meines Lebens, sind meistens alle sehr groß, weil jenseits der Erde sind eigentlich die meisten Seelen oder kosmischen Wesenheiten sehr groß. Eben weil im Kosmos oder auf den anderen Planeten ist die Gravitation nicht so stark wie unsere Erdanziehungskraft. Das heißt, die Körper können dort, wenn es physische Körper sind, in die Höhe schießen. Jedenfalls inkarnierte Starseeds, Männer wie Frauen oder eher Männer, sind meistens sehr groß. Ich habe auch kleine Starseeds gesehen. Sie haben, wie gesagt, helle Augen, die strahlen. Starseeds sind meistens nicht so gebunden. Starseeds sind meistens sehr frei. Dadurch, dass die Erde nicht ihr Heimatplanet ist, fühlen sie sich hier meistens ihr Leben lang sehr fremd. Sie können meistens mit der Erde, den Menschen, also mit der Natur schon, aber selbst nicht immer mit der Natur. Starseeds können meistens mit der Erde, der Gesellschaft hier, mit allem, was hier so existiert, auch dem Arbeits- und Geldsystem, nicht so viel anfangen, weil sie spüren halt, dass sie von woanders kommen. Starseeds sind meistens sehr wehmütig auch, besonders wenn es nachts wird. Sie schauen dann oft mal zu den Sternen hoch. Sie erinnern sich auch meistens an ihre wahre Herkunft. Ne? Also Starseeds erinnern sich in ihren Träumen oder auch in Meditationen oder auch in Visionen oder Offenbarungen, werden ihnen meistens ihre Heimatplaneten, ihre Heimatsternenfamilie gezeigt. Bei den meisten hier inkarnierten Starseeds existieren deren Sternenfamilien ganz normal in anderen Galaxien, auf anderen Planeten. Dort läuft die Zeit anders. Jetzt fragst du dich vielleicht, woher weiß die Laila Santini das schon wieder alles? Dies liegt darin begründet, einmal natürlich bin ich selber ein Starseed, habe ich Starseed-Seelenanteile in mir und das schon seitdem ich denken kann. Ich wusste schon als Kind mit 4 Jahren, dass ich nicht von diesem Planeten komme. Ich wusste, ich komme von den Sternen, ich komme vom Kosmos, aus dem Universum, aus den Galaxien. Ich habe immer in den Himmel geguckt, ich habe mich hier immer, immer fremd gefühlt. Ich fühle mich hier bis heute fremd. Ich habe immer Starseeds beobachten, immer viel. Ich habe immer die Menschen, die Gesellschaft, die Politik, auch alles, was hier so abläuft, beobachtet und konnte mich damit nie identifizieren. Ich fand das alles sehr strange und auch sehr kindergartenhaft meistens. Und Starseeds sind meistens auch sehr attraktiv. Sie können immer sehr gut generell mit Menschen umgehen, egal wo sie sind. Sie sind meistens Weltenbürger oder auch sehr global interessiert. Und auch wenn sie es sich heimisch machen, sind sie immer wehmütig. Und sie haben immer viel zu tun, weil Starseeds sind meistens here on a mission. Sie sind ja hier, weil sie zu tun haben. Sie wurden hierher geschickt, haben das freiwillig angenommen. Also Starseeds sind selten hier, um sich zu entwickeln, um eine Evolution durchzumachen. Nein, sie sind hier, um zu helfen, um Missionen durchzuführen, damit die Erde, der Planet, die Menschheit geheilt wird, aufsteigen und sich entwickeln und evolutionieren kann.
so wie die ganzen Geschwistergalaxien und Planeten. Starseeds haben sehr starke spirituelle Gaben, die entweder aktiv oder deaktiv sind. Und wie gesagt, sie können mit gesellschaftlichen Formen meistens nichts anfangen. Sie haben ganz andere gesellschaftliche Prägungen, ganz andere Ernährungsweisen. Die meisten männlichen Starseeds und auch die weiblichen natürlich tendieren eher zu einer naturbelassenen Ernährung, es sei denn, sie sind nicht erwacht oder sie wurden in ihrer Kindheit durch die Familie, die elterliche Prägung bezüglich der Ernährung verhunzt. Dann ist es für die Starseeds schwierig. Starseeds wissen auch meistens, dass sie nicht von hier kommen. Und wie gesagt, woher weiß ich das alles? Ich habe so oft im Laufe meiner Readings, wirklich im Laufe des letzten Jahrzehnts, seitdem ich offiziell channele und Readings gebe, habe ich so oft Starseeds innerhalb der Klientenschaft gehabt. Das sind ganz normale Menschen nach außen, haben ganz normale Berufe. Aber wenn ich dann gucke, sehe ich deren Sternenseele. Ich sehe, wo sie herkommen. Ich sehe ihre Sternenfamilie. Ich sehe, warum sie hier sind. Ich sehe auch, wann sie wieder gehen. Und ich habe das ganz oft, wenn ich Klienten und Klientinnen das beschreibe, dann bestätigen mir die das immer. Ne? Die sagen dann wirklich, ja, weißt du, Laila, ich habe das immer gewusst, dass ich nicht von hier komme. Ich habe immer von diesem Planeten geträumt, den du mir da beschreibst. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt, die meisten sagen auch, dass sie eigentlich nicht so viel, und das geht mir auch so, mit Star Trek oder Raumschiff Enterprise oder so anfangen können, dass sie aber trotzdem immer gewusst haben, dass es dort draußen intelligentes Leben gibt, dass es Schiffe gibt. Und viele der inkarnierten Starseeds haben auch wirklich UFO-Erfahrungen gesammelt, seien es physische oder seelische. Jedenfalls ist es für Starseeds hier sehr schwierig. Sie fühlen sich oftmals sehr einsam. Sie wollen meistens den Planeten, wenn sie hier sind, wieder verlassen. Und sie sind wirklich immer sehr beschäftigt, weil sie ja ihre Missionen nach außen bringen sollen. Seien es spirituelle, umweltbedingte, ernährungstechnisch bedingte. Sie sind wirklich die Lehrer, die Helfer. Und sie sind wirklich so reich in ihrem Charakter. Sie sind lustig, liebevoll. Sie sind total freigebig. Sie sind auch große Organisationstalente, aber Starseeds haben auch immer noch so einen eigenen Charakter für sich. Sie teilen dann vieles nicht mit anderen Menschen um sich herum. Ihr Lieben, das war nur ein ganz kurzer Exkurs. Bei den weiblichen Starseeds ist es ähnlich. Weibliche Starseeds fallen auch immer durch ihr Äußeres auf, ihre Augen, durch ihre Kleidung. Sie sind auch immer sehr wehmütig, und bei Starseeds ist es generell so, die können meistens nur mit anderen Starseeds oder auch inkarnierten Engeln oder inkarnierten Göttern, Göttinnen glücklich werden. Das ist meistens so, weil auf der Erde haben wir wirklich so ungefähr zu 80% die normale Erdenbevölkerung. Das sind wirklich die Human Souls, die menschlichen Seelen. Das ist deren Planet quasi, die hier ihre Entwicklung durchmachen. Und so, wenn ich hellsichtig gucke, um die 20% sind hier inkarnierte Starseeds, inkarnierte Engel, inkarnierte Göttinnen, Götter, inkarnierte Feen- und Elfenwesenheiten, inkarnierte Meister, Meisterinnen, Lichtseelen und so weiter. Und das ist quasi das Team. Das sind die Lehrer, die Lehrerinnen, die liebevoll hier in der Grundschule, in der Schule die Schüler an die Hand nehmen, sie beaufsichtigen, sie lehren, sie anleiten, ihnen helfen, bis sie quasi gereift sind und verstanden haben, worum es innerhalb der kosmischen Gesetze geht. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, ich konnte einige Fragen zu euch Starseeds dort draußen beantworten. Wenn du das Gefühl hast, du bist ein Starseed, dann kommentiere ruhig unter dem Video. Wenn du das Gefühl hast, du kennst Starseeds in deiner näheren Umgebung, dann kommentiere auch. Und ich möchte dich euch auch zu meinem nächsten Venus und Starseed Live Healing Webinar am Sonntag, den 19. August 2018 live im Internet einladen. Ihr Lieben, ihr wisst ja, mein letztes Video war das Planet Venus Video. Das Venus Webinar war ein voller Erfolg. Also es war super, ich habe ja überall schon ein paar Feedbacks veröffentlicht in meinem Newsletter, auf meinen Facebook-Seiten, bei Instagram. Und
Bei diesem Webinar, bei meinem nächsten Webinar im Venus und Starseed Life Healing Webinar am Sonntag, den 19. August 2018, werden wir wieder auf die Venus reisen, dort wichtige Heilungen, auch intimer sexueller Art, für die Heilung der Sexualität durchführen. Aber wir werden, wenn du ein Starseed bist oder du Starseed Connections hast oder du Starseed Anteile von dir heilen, reaktivieren möchtest oder du generell gerne Kontakt aufnehmen möchtest zu anderen Starseeds, Starseeds Familien oder Planeten, ob du ein Starseed bist oder nicht, das werden wir auch in dem Starseed Webinar tun. Dort deine Starseed Anteile aktivieren und dich verbinden, verknüpfen mit diesen wunderschönen Starseed Planeten und Familien. Das kann dir dienlich sein, um den Horizont, die Gaben, die Missionen für dich zu erweitern. Ich hoffe sehr, dass dir euch mein Video gefallen hat. Ich möchte dich euch noch einladen, es gibt seit einigen Tagen oder seit einer Woche, gibt es auf Instagram IGTV, also Instagram TV. Ich habe gestern meinen neuen Instagram TV-Kanal für dich, für euch gegründet. Mein IGTV-Channel ist seit gestern online und das ist wunderbar, weil ich habe auf all meinen Reisen, besonders damals auf unserer dreimonatigen Hawaii-Reise, so viele Videos mit dem iPhone, mit dem Handy gemacht, wo ich zu euch über Spiritualität, über Heilungstechniken spreche, aber die Videos waren immer zu lang für Instagram und für die Instagram-Stories. Dort kann man ja bis zu einer Minute hochladen auf dem Instagram-Kanal. Und für YouTube sind die Videos zu Handy-Style verwackelt mäßig. Dafür ist IGTV jetzt da. Ich habe, glaube ich, schon 5 Videos hochgeladen. Ach, so Sachen, die wir in Hawaii erlebt haben. Es geht dort um Vlogs, um so Leila behind the scenes. Ne? Und dort rede ich mit euch locker flockig über verschiedene spirituelle Dinge und Thematiken. Also schaut ruhig auf meinem IGTV-Kanal vorbei, den findet ihr direkt auf meiner Instagram-Seite. Dort gleich auf meinem Profil ist das IGTV-Zeichen. Für einige, ich habe es vorhin gesehen, bei meinem Liebsten auf seinem Handy konnte man das nicht sehen. Wer IGTV nicht sehen kann, muss sich die App dafür runterladen. Also ihr Lieben, love you all, ich denke an euch, love an meine Starseeds-Geschwister und wir sehen uns beim Webinar und live natürlich in Berlin am 21. Juli 2018. Ciao, adios!